Er hat es geschafft. Er ist die Nummer 1 der Welt, De Niro, 20 Jahre jung, der beste Sohn des legendären Donnerhall, mit dem er aufgrund seiner phänomenalen Vererbungskraft längst schon in einem Atemzug genannt wird. Nach dem Olympiajahr 2012 stand fest, kein Hengst hat mehr international erfolgreiche Nachkommen im großen Sport als De Niro. Damit führt er die Zucht-Weltrangliste an. De Niros Geschichte ist die Geschichte eines erfolgreichen Sportlers, der es trotz voller Deckliste von Beginn seiner Karriere an auch im Sport geschafft hat. Unter Reitmeister Dolph Dietram Keller gewann er das deutsche Dressurderby in Hamburg. In der Traditionsprüfung in Hamburg-Kleinflottbek nahm neben dem Ausbilder auch Deutschlands erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten, Isabel Werth, in De Niros Sattel Platz. 65 gekürte Söhne, über 170 S-platzierte Pferde allein im deutschen Turniersport 2012 untermauern seine absolute Ausnahmestellung. 10 De Niro-Nachkommen sind in der Weltrangliste unter den Top 130 geführt, 2 davon unter den ersten 20. D'Agostino und Fabienne Lüttgemeier schließen ihre Erfolgssaison 2012 auf Rang 53 der Welt ab. Der bewegungsstarke Dunkelfuchs und seine elegante Reiterin waren als Ersatzpaar der deutschen Olympia-Equipe nominiert für London. Annabel Balkenhol und Dablino, Dritte der deutschen Meisterschaften 2012, als Einzelreiter für Deutschland am Start in London, siegreich im Nationenpreis von Aachen und der großen Tour in Donaueschingen. Wie sein Vater hat der Fuchs mit den großartigen Grundgangarten den Otto-Loerke-Preis einst als bestes Nachwuchs-Grand Prix-Pferd Deutschlands gewonnen. Natürlich setzt auch das Ausland auf De Niro. Die Spanierin Beatriz Ferrer-Salat, Vize-Weltmeisterin 2002 in Jerez und Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Spiele von Athen 2004, mit ihrem aktuellen Erfolgspferd, dem Westfalen Delgado. Auch dieses Paar war für London qualifiziert. Die Shooting-Stars der deutschen Dressur, Desperados und Christina Spreje, Fünfte der Weltrangliste, Mannschafts-Silbermedaillengewinner in London, hoch erfolgreich im Weltcup in der Saison 2012-2013. Ein Markenzeichen der Vererbungskraft des De Niro, Talent für die Lektionen der höchsten Versammlung. De Niro. Hier auf der Hengstschau mit seinen Söhnen Duke of Oldenburg, Danone 1 und 2, der Star des Klosterhof Meding, der Leistungsgarant, der Beste der Welt. Es stand nach der letzten Europameisterschaft mehrere Artikel in der Zeitung. So, dann mal alles anpiaffieren. In der Zeitung, wir haben in Deutschland ein Problem mit der Piaffe. Da weiß ich nicht, was die gemeint haben. Vielleicht haben wir Probleme mit Reiten, aber nicht mit der Piaffe. So, einmal wieder aufschließen. Wartet einmal da vorne. Einmal nebeneinander. Alle schön zusammen, Vera, nebeneinander, komm. Vater und 3 Top-Söhne, alle kurz vor Grand Prix-Ausbildungsstand.
Ja, meine Damen und Herren, auch das ist schon Zuchtgeschichte. So, wieder zusammen. So, nun haben wir sie im Einklang. Vater und drei überragende Söhne. Danone 1, ja auch züchterisch voll eingeschlagen mit Leistungssiegern, mit Spitzenpferden auf den regionalen Championaten und teuren Fohlen. So, ein tolles Schlussbild, meine Damen und Herren. Wir dürfen uns bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken. Eine Abschlussrunde. Diagonale. Schön zusammen. Und so, und dann bei X einmal piaffieren. Oder an der langen Seite. Einmal alle nebeneinander, sagt Klaus. So, und jetzt reinreiten. Schön nebeneinander. Komm. Vor Vera. Lasse piaffieren. Ja, das ist nicht so einfach, alle nebeneinander, komm, weiter. Mama, Vera, komm. Jo, das wollten wir sehen. Klaus ist begeistert, ich auch. Habt ihr toll gemacht. De Niro. Zweimal Danone 1 und 2 und Duke of Oldenburg, De Niro mal Capri-Mond. Vielen Dank für Ihr Interesse.